Mir war es so, ich habe schon seit, na gut, jetzt bin ich auch schon 35, also seit 15 Jahren ungefähr, würde ich mal sagen, Hausfall gehabt, dass die Geheimratsecken immer größer wurden. Wie man sieht, also ich finde, dass es ein Top-Ergebnis geworden ist. Niemand sieht, dass ich eine Haartransplantation hatte. Hey Leute, ihr seht Danny aus Berlin hier. Meine Haartransplantation ist jetzt 2 Jahre her. Wie man sieht, also ich finde, dass es ein Top-Ergebnis geworden ist. Niemand sieht, dass ich eine Haartransplantation hatte. Also an alle, die irgendwie Angst haben davor, irgendwelches Zweifel oder nicht wissen, ob sie es machen sollen oder nicht, macht's. Ich habe ein absolut großes Selbstbewusstsein wieder seitdem. Man kann sich super im Spiegel wieder anschauen. Das ist echt ein schönes Gefühl. Deswegen schon mal vorweg, macht's einfach und denkt nicht zu lange drüber nach. Bei mir war es so, ich habe schon seit, na gut, jetzt bin ich auch schon 35, also seit 15 Jahren ungefähr, würde ich mal sagen, Haarausfall gehabt, dass die Geheimratsecken immer größer wurden. Klar, die Stirn wurde immer größer. So hat es halt angefangen. Ich wurde leider auch immer in der Schule und auch von einigen, naja, nennen wir es mal Bekannte, immer wieder darauf angesprochen, dass die Haare ja schon recht stark zurückgehen und so weiter. Man sieht halt älter aus und das schleppte ich halt so jahrelang mit mir rum und habe immer gedacht, okay, was mache ich jetzt? Kann man da irgendwas machen? Habe sämtliche Mittel ausprobiert, die es, glaube ich, so auf dem Markt gibt. Irgendwann gab es mal im Fernsehen diesen Bericht von dem Klopp. Da wurde es ja so ein bisschen populär irgendwie, hatte ich das Gefühl. Mit der Haartransplantation habe ich zum ersten Mal überhaupt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Habe dann auch Preise angefragt in Berlin und überall und war eigentlich für mich keine Option, weil überhaupt nicht erschwinglich. Irgendwann hat mir dann ein Kumpel mal gesagt, pass auf, ich kenne jemanden, der hat das in der Türkei machen lassen. Ich so, okay, in der Türkei, ja. Habe ich mich ein bisschen erkundigt im Internet, dachte so, ach, ich weiß nicht, irgendwie, naja, versauen die das und dann sieht es halt total scheiße aus. Gut, also habe ich den Gedanken auch wieder verworfen und irgendwann war ich mit meiner Schwester, meiner Mutter und ein paar Freunden noch in Barcelona im Urlaub und da ging es auch mal wieder um dieses Haarthema. Und irgendwie, meine Mutter meinte dann zu mir, das fand ich total cool, mach's einfach, mach irgendwas, wir helfen dir mit Geld und so, wir leihen dir das, guck einfach. Und dann, okay, ich wieder zu Hause angekommen, Google befragt, bis zum geht nicht mehr und bin dann halt auch auf Elitär gestoßen. Habe ich auch gesehen, okay, wird in Istanbul durchgeführt. Ich dachte, okay, kann man das machen? Weiß nicht, wird das was? Sieht das dann scheiße aus? Und habe mir dann stundenlang Erfahrungsberichte durchgelesen und die halt überwiegend positiv waren. Deswegen dachte ich, okay, schreibe ich die einfach mal an. Total easy, irgendwie per WhatsApp. Dachte, gut, machen wir einfach mal. Habe dann Fotos geschickt von mir, so wie es irgendwie geschrieben war auf der Webseite. Und da hat auch sofort jemand geantwortet, da war ich ein bisschen überrascht. Und gleich mit einem Angebot nächsten Tag, was es so kosten wird und so weiter, wie das Ganze abläuft. Also ich hatte irgendwie von Anfang an ein sicheres Gefühl. Das war, man hat halt einen Ansprechpartner in Berlin. Das ist halt für mich super gewesen. Man kann jederzeit per WhatsApp fragen, man kann ins Büro kommen. Und da spielte die Durchführung in Istanbul irgendwie eine untergeordnete Rolle für mich. Also das relativ schnell fasste ich da Vertrauen und habe es letztendlich auch gebucht. Klar war für mich sehr entscheidend, nicht nur das Vertrauen, sondern auch der Preis. Ich habe, wie schon gesagt, viele Angebote in Berlin eingeholt oder in Deutschland generell und das war für mich, wie gesagt, unbezahlbar. Und so kam ich letztendlich zu Elitär, habe es dann auch in meiner Familie erzählt, meinen Freunden und irgendwie entgegen meiner Erwartungen hat niemand gesagt, so ein Scheiß brauchst du doch nicht machen und so, wir finden dich toll, so wie du bist. Jeder hat irgendwie gesagt, kann ich total verstehen, finde ich super, dass du jetzt den Entschluss gefasst hast und ja, dann war ich mir meiner Sache schon mal recht sicher. Dann ging es jetzt irgendwie darum, okay, finden wir mal einen Termin. Ist ja halt, man muss danach natürlich auch, man muss schon damit rechnen, dass man halt erstmal nicht so aussieht wie vorher. So eine OP hinterlässt ja auch Narben. Ich meine, ich habe dann eine längere Zeit Urlaub genommen von der Arbeit, habe dann einen Termin mit Elitär klargemacht, wurde weiterhin super betreut. Man kommt ja immer wieder, kommen ja Fragen auf, wo man sich dann doch irgendwie unsicher ist, wurde immer super beantwortet. Dann haben wir Termin, wie gesagt, klar gemacht. Ich habe einen Flug für mich selbst gebucht. Hotel war ja mit drin schon im Preis. Und dann ging es im März 2017 ging es dann los.
Ich bin morgens aufgestanden, dachte, Scheiße, was machst du hier eigentlich? Also eigentlich total panisch, mit Panik erfüllt, weil man weiß ja überhaupt nicht, was einen erwartet so richtig. Und gerade die Haare, die ja so schon immer für einen so ein sensibles Thema sind, da denkt man, okay, da lässt du jetzt jemanden ran und dann sieht's jetzt besser aus als vorher da irgendwie dann oder sieht's halt scheiße aus. Gut, aber trotzdem bin ich in den Flieger gestiegen, ab nach Istanbul, wurde dort am Flughafen auch erwartet schon. Dann ging es auch direkt schon ins Hotel, also es hat echt super geklappt, Flugnummer vorher angegeben und so, dann wussten die Leute Bescheid, wann ich da bin. Dann erstmal ins Hotel eingecheckt, dann ging es auch am selben Abend noch in die Klinik zur Voruntersuchung mit Blutabnahme und so weiter, alles echt super organisiert. Ich war auch übrigens überrascht von der Klinik, also in meinen Augen, also ich habe in Deutschland noch nie so eine moderne Klinik gesehen. Das war auf jeden Fall schon mal sehr vertrauenserweckend und ich war echt überrascht. Also sehr, sehr positiv, auch vom Hotel. Super Hotel, 4 Sterne waren das. Ja, da war dann die Panik nicht mehr ganz so schlimm. Da war es dann nur noch so ein bisschen Angst, ob es denn alles wehtut und wie es denn überhaupt so wird. Ja, erste Nacht überstanden und dann ging es morgens gleich los. Da stand dann erstmal der Transfer vom Hotel wieder zur Klinik, ist gleich um die Ecke gewesen, hat super geklappt. Dann gab es morgens gleich ein Gespräch mit Dr. Balvi. Soweit ich mich noch daran erinnere, es ist halt schon 2 Jahre her, wollte ich meinen Haaransatz viel, viel tiefer haben, als er es für richtig hielt oder beziehungsweise für ästhetisch schön. Das war so der Moment, er meinte zu mir, okay, wenn es scheiße aussehen soll, dann können wir es so machen, wie ich das quasi wollte. Ich habe dir gesagt, okay, nee, ich vertraue ihm da total, logisch, er hat die Erfahrung, nicht ich. Und dann hat er mir die Haarlinie eingezeichnet, er hat mir einen Spiegel vorgehalten und ich dachte, oh, also wenn die Haare wirklich bis dahin wieder gehen und das dann gut aussieht, das wäre echt perfekt. Und dann ging es auch schon los, ab in den Behandlungsraum. Mit netten Ärzten und netten Schwestern, also wirklich sehr herzlich begrüßt. Problem war, ich sah die Spritzen, da war schon mal das erste Mal bei mir vorbei. Spritzen ist überhaupt nicht mein Ding. Die habe ich echt gut versucht abzulenken. Aber ich muss fairerweise sagen, also die Spritzen ist auch wirklich das Einzige, was ich überhaupt schlimm fand an der gesamten Behandlung. Das sind ein paar Sekunden, die muss man einfach aushalten. Die sind nicht schön, will ich auch gar nicht schön reden. Die tun halt schon weh. Allerdings die Behandlung danach, wenn die Betäubung eingesetzt hat, ich habe nichts mehr davon gemerkt. Also das war echt, muss ich sagen, es ging über mehrere Stunden. Ich konnte entspannt Fernseh gucken, mit dem Laptop spielen. Die haben da an mir rumgefuhrwerkt. Also war echt mega entspannt und ich habe, wie gesagt, nichts gemerkt. Ja, dann waren wir fertig. Ich sah aus wie so ein halb angeschlachtetes Huhn am Kopf, aber gut, gehört halt dazu. Mir wurde dann gesagt, okay, hier gibt es noch ein paar Tabletten, ein paar Salben und so weiter. Alles super erklärt. Also für mich stellten sich überhaupt keine Fragen mehr. Es ging einfach zurück ins Hotel. Ich war einfach froh, dass ich es überstanden hatte. Klar war ich ein bisschen K.O. und habe nur gedacht, oh Mann, okay, die erste Nacht. Mir wurde gesagt, ich darf noch auf dem Rücken schlafen. War jetzt im Endeffekt nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. Also irgendwie scheint der Körper instinktiv zu wissen, dass er sich nicht auf die verwundete Stelle da legen sollte oder der Kopf. Bin aufgewacht und dachte, okay, es tut nichts weh, ich merke gar nichts. Also ich brauchte überhaupt keine Schmerzmittel oder sonst irgendwas. Ich war selbst ein bisschen überrascht, weil ich bin auch so eine kleine Mimose, so Spritzen und Schneiden und überhaupt und Blut, das heißt nicht so mein Ding, aber es war nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Dann ging es morgens noch am letzten Tag zur Nachuntersuchung. Da wurde halt nochmal geschaut, ob da alles soweit in Ordnung ist. Wir wurden nochmal aufgeklärt, was wir so in den nächsten Tagen beachten sollen. Dass man halt jetzt nicht mit dem Handtuch da dran rumrubbelt oder sonst irgendwas, wurde halt super erklärt. Die Pflegemittel haben wir mitbekommen und dann ging es auch schon wieder zurück nach Berlin. Ja, also ein bisschen unangenehm war es mir. In Istanbul noch nicht, weil da habe ich sehr, sehr viele Leute gesehen, die gerade eine Haartransplantation hinter sich hatten, irgendwie am Flughafen. Aber in Berlin war es dann schon komisch. Also ich wurde schon komisch angeguckt von den Leuten. Aber gut, das war mir egal. Ich war einfach nur froh, dass es jetzt vollbracht ist, dass ich es hinter mich gebracht habe und echt mich auch getraut habe. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, gerade wenn ich das Ergebnis sehe, also meine Haare waren bis hier ungefähr weg. Wie viel Grafts das jetzt sind, keine Ahnung, aber auf jeden Fall so 4-5 cm Haarlinie sind dazugekommen. Wenn ich jetzt das Ergebnis sehe, mich im Spiegel anschaue, dann würde ich es wirklich immer und immer wieder machen, also wenn es notwendig wird. Wird es wahrscheinlich irgendwann hinten im hinteren Bereich, werde ich es auf jeden Fall wieder machen lassen.
meine Freunde, also die es wissen, wie ich vorher aussah, sagen, es ist so krass geworden, das Ergebnis. Sogar Friseure haben teilweise erst beim dritten Hinschauen gesehen, dass es transplantiert ist und haben auch gesagt, das ist echt ein Ergebnis. Also besser kann es nicht sein. Man muss halt echt aufpassen, dass die Krusten rechtzeitig abfallen, zur Not da ein bisschen nachhelfen. Wenn man da Unterstützung an der Seite hat, die einem ein bisschen helfen kann beim Einbalsamieren und Abspülen und so, das muss halt alles ganz vorsichtig passieren. Gerade in der ersten Zeit, dass eben nicht alles wieder rausgerissen wird. Aber wenn man das geschafft hat, die Krusten weg sind, dann sieht es erstmal noch ein bisschen komisch aus, weil da nur so ein paar Flusen rausgucken, die auch in alle Richtungen wachsen, also davon nicht irgendwie abschrecken lassen. Ich habe da auch zu der Zeit ab und zu mal nachgefragt per Elitär, per WhatsApp, ob das alles so normal ist mit Fotos und wurde da halt auch immer wieder beruhigt. Und wie man jetzt sieht, es hat sich alles so hingewachsen, wie es hinwachsen sollte. In meinen Augen, wie schon 100-mal gesagt, perfektes Ergebnis. Bin mega zufrieden und kann es nur jedem empfehlen. Ja, so viel zu meiner Geschichte bei Elitär und im Allgemeinen die letzten 15 Jahre. Ich habe, um das mal zusammenzufassen, für mich viel zu lange gewartet. Ich hätte es viel früher schon machen sollen, hatte halt immer meine Zweifel völlig unberechtigt. Und wie gesagt, ich würde es immer wieder machen.